Nee, das geht jetzt. Okay, gut. Herr Weil, was hat Sie als Kind glücklich gemacht? Also ich glaube, dass ich in meiner Familie glücklich war. Ich hatte Eltern, die mich geliebt haben. Ich habe mich mit meinem Bruder gut verstanden. Und ich war immer gerne mit Freunden zusammen. Und das hat mich glücklich gemacht. Haben Sie sich als Kind einmal arm gefühlt? Ich glaube nicht. Wir sind zum Glück in sehr geordneten, auch finanziellen Verhältnissen aufgewachsen, mein Bruder und ich. Mein Vater hatte eine feste Arbeit und ich kann mich nicht erinnern, dass materielle Armut bei uns ein Thema gewesen ist, was uns anging. Stimmt die Gleichung reich gleich glücklich? Ganz bestimmt nicht. Das habe ich schon gelernt, als ich meinen Zivildienst in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie gemacht habe. Schon damals ist mir aufgefallen, dass es viele sehr unglückliche Kinder auch in wohlhabenden Familien gibt. Und das ist seitdem nicht besser geworden. Es gibt auch so etwas wie Wohlstandsverwahrlosung. Es gibt Familien, die sich nicht um ihre Kinder kümmern, obwohl das Konto voll ist. Und deswegen stimmt die Gleichung reich gleich glücklich, arm gleich unglücklich bestimmt nicht. Welche Auswirkungen hat Armut auf die Entwicklung von Kindern? Ich glaube, vor allen Dingen zwei Auswirkungen. Zum einen, arme Kinder können in unserer Gesellschaft ihre Talente nicht so gut entwickeln, wie das andere Kinder können. Sie bekommen in vielen Fällen nicht dieselbe Unterstützung, nicht dieselbe Förderung. Um ein praktisches Beispiel zu sagen, arme Kinder haben häufig arme Eltern. Arme Eltern haben häufig eher weniger Bildung und tun sich schwer bei der Hausaufgabenhilfe. Kinder aus besser gestellten Elternhäusern haben Eltern, die häufig über einen höheren Bildungsabschluss verfügen und die können ihnen dann auch anschließend helfen. Das ist so für mich mit das beste Beispiel dafür, wie arme Kinder in unserem Bildungssystem benachteiligt sind. Deswegen plädiere ich zum Beispiel ganz stark für Ganztagsschulen. Das wäre jetzt schon quasi die nächste Frage vorgegriffen. Ich bin dann aber noch die andere Hälfte der Antwort schuldig. Also neben der Frage, dass die armen Kinder häufig ihre Talente nicht so entfalten können wie die anderen, sie können nicht so teilhaben an der Gesellschaft wie andere Kinder. In den Urlaub fahren, wie andere Kinder es tun, Musikinstrumente lernen, wie andere Kinder es tun. Sie merken häufig, dass andere Kinder eine ganz andere Ausstattung haben, welches Handy ein Kind hat. Das sagt schon eine Menge darüber aus, wie es zu Hause ausschaut. Und das spüren Kinder sehr deutlich. Jetzt konkret, wie Kinderarmut bekämpfen? Ich glaube, dass wir vor allen Dingen gegen die Teilhabearmut als Staat viel tun können. Deswegen bin ich dafür, dass wir die Kinderbetreuung gut ausbauen in Niedersachsen. Gerade Kinder aus ärmeren Familien brauchen mehr Förderung, brauchen mehr Unterstützung. Ich bin, wie ich sagte, für Ganztagsschulen. Ich bin der festen Überzeugung, dass zum Beispiel Gesamtschulen besser geeignet sind, Kindern den Aufstieg auch in unserem Bildungssystem zu ermöglichen. Und dann geht es darum, dass wir Kindern die Möglichkeit geben, nicht aus Geldgründen, also kein Kind soll aus Geldgründen nicht in den Fußballverein gehen dürfen. Wir haben zum Beispiel in Hannover den sogenannten Aktivpass eingeführt und wir haben inzwischen weit über 1000 Kinder, die in einem Sportverein angemeldet worden sind und wo die Stadt den Vereinsbeitrag zahlt. Und ich glaube, das ist mit das Beste, was wir den Kindern tun können. Kinderarmut, was würde Jesus dazu sagen? Ach, das maße ich mir nicht an, zu sagen, was Jesus sagen würde. Vielleicht würde er ja an seiner Bergpredigt anknüpfen. Was würden Sie einem armen Kind ins Poesiealbum schreiben? Es ist lange her, dass ich ein Poesiealbum, einen Eintrag in ein Poesiealbum geschrieben habe. Vielleicht würde ich einfach reinschreiben, einfach niemals aufgeben. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Letzte Frage. Stellen Sie sich vor, Sie machen bei einer Posterkampagne Werbung für mehr Kinderlobbyismus. Was müsste auf Ihrem Poster stehen? Ich soll einmal eure Rente bezahlen. Herr Weil, danke fürs Interview.